Hi, meine Lieben, willkommen zu Stellaris. Genug der Musik, genug, ey, ich bin ja schon soweit. Naja, heute wird es vielleicht nicht ganz so lange werden. Ich warte hier einen Anruf und dann muss ich selbstverständlich kurz auf Pause drücken. Zumindest, vielleicht können wir auch ein bisschen länger machen. Mal gucken, wie sich's ergibt. Leute, das letztes Mal, das war ja furios. Wir haben ja mega gewonnen. Also, war ja richtig, richtig krass. Ja, Leute. Keine Ahnung, war mega, mega stark auf jeden Fall das letzte Mal. Verrückt. Richtig verrückt. Und jetzt müssen wir gucken, was wir damit machen. Ja, Leute. Wir müssen ein bisschen noch, wir müssen zwei Sternbasen müssen wir wegmachen. Ja, wir hatten diesen Verbrecherplaneten. Welcher war's? Was? Ja, er hier. Oh mein Gott. Stabilität 50, 29%. Kriminalität 100. Ja, da wird schön das Psycho gebaut und die Polizeiwache und dann gibt's mal ein bisschen. Ja, dass sie sich an die Regeln halten. Geht ja gar nicht, Leute. Geht gar nicht. Wir sind die Friedenswächter. Und das ist der Pax Quenti, könnte man sagen. Ja. Nicht der Pax Romanum, sondern Pax Quenti und ja, Leute. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, folgendes. Also, die Raxicodium Primum, die haben ein bisschen verloren. Die haben gegen die Uinda verloren, dass es knallt, Gebiete. Ja, und gegen uns, weil das war ja alles Raxicodium Primum. Keine Ahnung, was die Uinda da gemacht haben, wie die da hingekommen sind. Will man ein Situationsprotokoll gucken auf Sieg? Wo sind die Uinda? Also, wir sind Number One by far inzwischen. Da gibt es nichts, was da irgendwie drankommen könnte. Hier sind die Uinda, ganz kleine. Ganz kleine Säcke sind das. Ja, und der Accord of, das ist neu. Die gab es davor nicht. Die Accord of. Mal gucken, wo die sind. Wo sind die denn? Ja, hier Accord of. Ja, pff. Vince. Man darf nicht vergessen, uns gehört quasi hier alles. Ja, alles gehört uns. Hier oben, die Ziran. Die haben eine ganze Menge genommen. Weil es gab den Khan und der Khan, der hat sich ausgebreitet hier oben. Wir waren damals nicht stark genug und nicht schnell genug, um dem Khan sofort Einhalt zu gebieten. Und dann hat er hier Gebiete alle sich geschnappt und hier ist auch noch eins, noch gar nicht mehr besiedelt. Ja, und das war alles das Salorim-Gebiet, inklusive auch der Hauptstadt, ja, des Hauptplaneten, Haven Sky. Und ist jetzt Quack. Haven Sky ist jetzt Quack-Gebiet, Wahnsinn, oder? Ey, verrückt, Leute. Verrückt. Gut, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir gucken mal. Genau, die Uinda sind der galaktischen Gemeinschaft beigetreten. Bin mir gar nicht sicher, ob die Uinda nicht auch neu erschaffen wurden sogar. Durch Absplitterung von Raxicodium Primum, nachdem die eben den Krieg verloren hatten. Ja, hätten sie es mal schön gelassen und wären komplett in unser Reich als Vasall einfach eingetreten. Okay, Abschaum und Niederträchtigkeiten auf Raxicodium Primum. Ja, das wissen wir. Da ist einfach schlecht, aber da müssen wir warten, bis das Psy-Core kommt. Wenn das Psy-Core da ist, dann werden wir schon ein bisschen kämpfen können. Unser Wissenschaftler ist gestorben. Wer ist gestorben? Annika Fischer. Na sowas. Okay. Genau, und wir sind bei den Einigkeitsambitionen. Wir brauchen einen Händeschüttler. Gibt es natürlich keinen, ist ja klar. Dann würde ich aber sagen, wir nehmen einen Psioniker mit KI-Unterstützung. Nehmen wir die. Tamara Armstrong. Hört sich ganz gut an. Und die kommt immerhin auf 53%. Ist okay. Wir haben mit voll ausgestattet hier. Ja, kommt man auf 65%. Ist natürlich nochmal besser. Aber besser als nichts. Besser als nichts. Genau so. Was wir bauen werden jetzt, ja. Auch wegen den Erfolgen. Wir machen ein bisschen Erfolge. Ich habe das jetzt gar nicht so auf die große Glocke. An die große Glocke gehängt, aber ja, wir machen ja auch Erfolge ein bisschen. Genau, wir können jetzt mal ein Sterntor bauen, Leute. Wir können ein Sterntor bauen und ich sag euch mal eins. Wir sollten ein Sterntor bauen, aber nicht hier in der Hauptwelt, das wäre blöd, sondern daneben. Hier zum Beispiel. Ja,
könnten wir ein Sternentor bauen. Das machen wir auch. Mach mal hier ein Sternentor hin, weil ein Sternentor ist nochmal besser als das Hyperrelais. Weil mit dem Sternentor können wir direkt von Sternentor zu Sternentor fliegen. Ja, wenn wir jetzt da oben ein Sternentor bauen quasi und sagen, okay, cool, wir möchten aber hier bei Wickham oder so, oder hier bei Tethel, warum nicht bei Tethel? Da können wir es doch auch machen. Ah, der baut erstmal die ab, das ist wichtig. Joomla 75 Handelswert. Können wir uns eigentlich auch echt kaum entgehen lassen, oder? Mach mal einen Handelsknoten, mein Freund. Und dann verbessere mal. Dann haben wir einen Störfeldgenerator. Ja, das war halt ein bisschen Kriegszone hier. Leute, das war hier Kriegszone. Bisschen heftig. Wir könnten einen Hyperraumanweiser bauen. Den nehmen wir. Okay. So, Grundo Prime. Genau, und da gibt es zwei Möglichkeiten mehr. Also wenn das Terraforming besonders gut wird, ja, können wir mehr Dienstleistungen haben oder wir können mehr Zufriedenheit und Anziehen von Immigration machen. Wir machen die Zufriedenheit, ich erhöhe die gerne die Zufriedenheit, weil die sich auch auf den Ressourcen-Output eben dann auswirkt. Und ja, und die Jungs am Ende dankbar sind. Jetzt ist gleich das Psy-Core fertig. Wir gucken mal. Construction complete. So. Jetzt werden wir Bevölkerung. Ihr werdet mal schön beim Psy-Core arbeiten. Wir haben keinen Spezialisten da. Okay. Dann müssen wir umsiedeln ein bisschen. Wir müssen mal umsiedeln. Wir haben Arbeitslose. Achso, Raxicodium Primum. Ah, okay, da haben wir Arbeitslose. Arbeitslose Jungs. Wo haben wir denn Arbeitsplätze? Haben wir auf Neckar Arbeitsplätze? Ist das gut? Gut, oder? Geht nicht. Geht. Geht nicht. Okay, gut. Neckar Prime. Scheint jetzt auf jeden Fall voll zu sein mit Arbeitsplätzen. Vielleicht können wir ja auch ein paar verkaufen. Vielleicht können wir ein paar Sklaven verscherbeln. Würden wir mal machen. Weil wir ja nicht so viele Sklaven brauchen. Raxicodium. Ist es? Oh je, werden wir nie finden. Ah, Raxicodium Primum, oder? Ja, wir haben überall hier arbeitslose Spezies. Ja, wir könnten uns ein bisschen denen öffnen. Aber wenn wir uns denen öffnen, dann kriegen wir ein Problem mit unseren Parteien. Ja. Die Battle Brethren. Die Battle Brethren. Okay, gut, Leute. Na gut, schwierig. Also, jetzt Moment. Wir gucken mal, wo können wir jemanden verkaufen? Wir möchten gerne. Ah, jetzt können wir Sklaven zum Verkauf auswählen. Wir haben 121 Schabtak-Sklaven im Reich. Da möchten wir. Jetzt sind sie plötzlich alle nicht mehr arbeitslos, oder was? Ich dachte, wir haben arbeitslose Sklaven. So viele. Achso, Schabtak. Ah, okay. Moment. Rektalan haben wir auch keine Arbeitslosen. Symi auch keine Arbeitslosen. Raxicodium. Ihr habt da jetzt plötzlich alle Arbeit gefunden, oder was? Nicht der Ernst. Ey, Leute. Brutal. Naja, komm. Wir machen jetzt mal weiter. Wir graden ab. Wie sie plötzlich alle angeblich Arbeit gefunden haben. So. Hier ist Salda. Genau, da geht es oben zu den Mirisch. Salda sollten wir auf jeden Fall nicht außen vor lassen. Dann machen wir auch. Wir machen einen Verteidigungs-Supercomputer hin. Das passt schon. Die Schützbatterie. Noch eine Raketenbatterie, den graden wir ab. Okay.
Und dieser numistische Orden zeigt uns eure Waren. Was habt ihr denn? Schließt eure visuellen Rezeptoren, okay, und stellt euch vor, was? Wie ihr selbst mit dem Rücken auf einem Strom von Energy Credits zu einem Berg von noch mehr Energy Credits schwimmt. Oh. Numismatische Visualisierung. Was bringt das? Mit unseren numistischen Visualisierungen? Als Techniken werdet ihr lernen, dass es keine größere Kraft als die des Geistes gibt. Auch ihr werdet frei von materiellen Wünschen sein. Und Credits werden zu euch wie Insektoiden zum Mist gezogen. Oh, Edikt, numismatische Visualisierung. Ja, machen wir mal, dankeschön. Und was ist jetzt mit dem, was ist das Edikt? Also da ist nicht. Wo finde ich das Edikt? Gibt drei Möglichkeiten. Entweder hier oder wir gehen auf den Erlasse. Hier ist aber auch nichts. Ah doch, numismatische Visualisierung. Jetzt hör mal zu. Bewohnerunterhalt zum Güter minus 5%. Forschungsgeschwindigkeit Stadenskunst plus 10%. Energy Credits plus 10%. Uiuiuiuiui. Das wären ja 800. Das ist ja echt abgefahren. Wir machen tatsächlich mal die numismatische Geschichte. Und jetzt gucken wir mal, wie sich es dann gleich entwickeln wird. Haben wir genau den Monat natürlich verpasst. Man muss immer zum Monatsanfang machen. Complete. Jetzt, Moment. Muss die Schiffswerft hier an. So eine Schiffswerft ist natürlich was Feines. Wir müssen halt nur echt gucken. Feindflotte. We have mastered a new technology. Also, jetzt greifen wir als erstes die schnell an. Ja, Leute, lass mich mal gucken, hier, meine Lieben. Hostile Xeno Fleet engaged. Alles gut, alles gut. Wie fliegt man hier? Zurückkampf schon beendet. Ja, da gab es nicht viel zu kämpfen. Drei Weltraumamöben vernichtet. Passt. Okay, und die haben ihre weiteren Befehle. Sehr gut. Einsatztrupp Charbytis vollständig repariert worden. Raxico, okay. Ja, Leute, so sieht's nämlich aus. Viel Spaß in Mexiko oder so ähnlich. Kinetische Artillerie. Oh, die ist eine feine Geschichte. Und wir können das fortschrittliche Habitat bauen. Das würde ich sogar machen. Das wird da Gas geben, was es. Ah, okay. Er wird jetzt die. Ja. Wir mussten ein bisschen umplanen. So. Haben wir dann Roboterforscher? Haben wir nicht. Gibt's hier einen? Gibt's. Schade eigentlich. Na gut. Ne, wir nehmen einen, den wir schon haben. Na komm. Vladimirovilla Pushkova. Oh, da hat es ein Sterntor. Oh, ein Sterntor ist natürlich mega gut, gell? Ja. Sterntor ist geil. Aber vielleicht brauchen wir dann hier gar keine Station mehr, wenn wir hier ein Sterntor haben, oder? Besatzungsquad. Komm, wir machen es weg. Wir stufen es herab. So, dann sind wir jetzt bei 36. Ja, es gibt alles zusätzliches Gold oder Geld oder Credits oder wie wir es nennen möchten. Our ships have been upgraded. Ja, jetzt müssen wir noch eine. Müssen wir jetzt noch wegmachen. Eine Station fehlt uns noch. Construction complete. Eine Station fehlt uns. Aber wo machen wir sie weg? Schwierig. Bei Beren. Ist schon ziemlich stark geworden von Haus aus jetzt. Ohne abgegradet zu sein. Ja. Meskeban ist schwierig. Die müssen wir lassen. Meskeban können wir nicht. Ja. Meskeban können wir nicht abreißen, das wäre blöd, das wäre fatal sogar, Achtung. Aber irgendeine muss weg, Leute, irgendeine muss weg. Lambda Serpentis ist ja keine. Leute. Oh. Die Gaia-Welt hier. Dann nehmen wir doch einen von euch, oder?
Schnelle Fortpflanzung, sesshaft, Ionika, Savannen angepasst. Der ist halt noch ein Physikforscher, aber langsamer Lerner. Gute Frage. Ja, komm, mach mal Arktik. Ist doch egal, passt schon. Our ships have been upgraded. Hierhin. Our ships have been upgraded. Alter Reisender. Ja, komm, lass ihn in der Sonne vergehen. Dieses Mal, wir sind so weit, wir können ihn in der Sonne vergehen lassen. Aber wir können jetzt deshalb. Naja, wollte ich eigentlich sagen, wir können deshalb. Wir können deshalb keine Sterntorstätte machen. Achso, weil uns fehlen 7 Einfluss. Ah, ich verstehe. Okay. Ja, komm, wir bauen jetzt ein paar Our ships have Epic-Geschichten. been upgraded. Gut. Savix Quast. Lasst uns diese Scharade beenden. Ja, meine Hübschen. Verrückt. Sitzt hier irgendwie. Oh je, und ich habe auch den Lauftext gar nicht eingeschaltet. Was ist da los, Leute? Erstens habe ich nicht eingeschaltet und zweitens. Ist doch falsch. Das ist falsch. Ich kann auch auslassen. Leute, ich kann den auch auslassen. Nächstes Mal gibt es wieder einen Lauftext. Dann machen wir das an. Ja. Und so, wir befinden uns ja momentan in der Konsolidierungsphase. Moment. Ich habe gesagt, ich kriege einen Anruf oder so. Ah, er ist aber. Das ist er noch nicht gewesen. Galaktische Ratswahl. Construction complete. Beende der Galaktische Rat gewählt und wir sind halt, ja, mega. Mit 23.000 sind wir da drin, gell? Die Mitglieder der Galaktischen Gemeinschaft haben für die Gründung eines Galaktischen Rates gestimmt. Die Mitgliedschaft in dieser ehrwürdigen Institution wird sich auf Vertreter der 3 mächtigsten und einflussreichsten Reiche der Gemeinschaft beschränken. Bis zur Wahl des neuen Rates sind dies die Savix Quast Republic, Misha Sovereign Planets und die göttlichen Quent. Von den Mitgliedern des Rates wird erwartet, die galaktische Gemeinschaft zu führen und zu schützen. Ihre erweiterten Befugnisse ermöglichen es ihnen, einen Teil jener bürokratischen Hindernisse zu umgehen, die den Entscheidungsprozess in großen politischen Institutionen oft behindern. Jetzt können wir was erreichen. Ja, können wir erreichen. Schon klar. Achtung. Oh, Leute. Alles blöd. Wir müssen. Erlasse und jetzt wieder wird wieder schön geopfert. 6% nur. Nur 6%. Das ist die Siobel-Station. Die hat mir doch so gut gefallen, oder? Ja, die war einfach schön und wichtig. Die würde ich gar nicht so gerne hergeben, um ehrlich zu sein. Ja. Die will ich gar nicht unbedingt hergeben, von daher. Schwierig. Kommandozentrum, Feuerrate, Schiffe plus Prozent, jo. Nebelraffinerie, Hydrokultur. Na komm, wir machen mal Ressourcensilos hin. Weil die Mischa, die werden dann bald die nächsten sein, ja. Ist so. So. Genau, wir bauen jetzt hier Sterntorstätte hin. Haben wir ein Sterntor in der Nähe? Ne, wir haben ein L-Tor. Und da haben wir auch ein L-Tor. So blöd. Man die L-Tore hier alle. Bauen kann. So. Okay. So. Raxicodium Primum. Wie sieht's aus, Leute? Immer Construction complete. Polizeiwache, die werden wir auch gleich mal upgraden. Wachstum. Neuer Bewohner abgeschlossen. Das möchten wir eigentlich gar nicht im Plantoiden. Nein, wir möchten einen Quent eigentlich bauen. Ein Quent. Ja, welchen nehmen wir? Wir nehmen den Savanne. Ja, der wächst jetzt langsamer. Aber Leute, wir brauchen keine Sklaven. Keine weiteren. Und dasselbe, sorry. Das müssen wir hier machen.
Quent müssen wohnen hier. Kommen wir überhaupt nicht weiter, wenn wir da andere wachsen lassen. Auch wenn sie noch so durch sind, ist egal. Hier ebenso. Wenn arktisch, da passt es, aber hier. Wenn tropisch, mein Freund. Verflucht. Mann, aber weiter geht's. Taxi, Kurti, Umgebung, Quent, Arktisch. So schlecht, Quent, Savanne. Oh. Die sind natürlich alle schlecht. Der kontinentalen Welt. Dann machen wir Quent, Arktisch. Terraformieren. Ah, wird aber schon terraformiert. Naja, gut. Hier, mein Freund. Er ist schon fast durchgewachsen. Komm, wachs zu Ende. Wachs zu Ende. Jetzt. Bumm. Und das war's für dich, mein Freund. Aber jetzt wird hier quentarktisch gewachsen. Sauber, okay. Jetzt wachsen nur noch wir, so wie sich das gehört. Dass wir eben auch vorankommen ein bisschen. Ja, so ist das. Arbeitslose Arbeiter, 4 sind arbeitslos. Ja, normalerweise könnte man sagen, ja, die steigen auf. Nein, die steigen nicht auf. Verbrechenswelle auf Raxicodium Primum. Oh Gott. Sklaven, Schuldsklaverei. Armeeschaden, Viehbestand. Was? Oh Gott. Leute, es wird immer schlimmer. Gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen, dass wir die zum Arbeiten kriegen. Brutal, oder? Neun, zehn. Verrückt. Leute, verrückt. Wir haben auch. Müssen wir wirklich echt gucken, wo wir bleiben. Kamia wird abgegradet und da arbeitsloser Schabtag-Arbeiter. Man will sie ein bisschen unterbringen, die Leute. Versteht ihr? So ein bisschen. Und ja, weil die eben Sklaven sind, die können nicht aufsteigen. Okay. Was Colonization efforts begun. Was wir jetzt aber machen. We have mastered a new technology. Freunde, wir gucken mal die Unheilskreatur an. Oh ja. So, wer ist gestorben? Kai Huang. Kai Huang ist gestorben. Okay. Ja gut, das ist aber auch nicht so super jetzt. Haben wir ein Piratenproblem? Wo bleibt unser... Wo geht unser Geld weg? Ah. Schon hier. Aber da kommt... Oha. Oha. Leute, hier auch. Wir haben ein richtiges Piratenproblem. Mein lieber Mann. So, gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen was hinkriegen.
Hier haben wir Mantel. Ja, Mantel. Oh, Blödsinn. Wird auch schön Hangar hinbauen. Weltraum Handelsunternehmen hat aber auch noch keinen dann gestört. Sonderverteidigung Supercomputer? Ah, keine Ahnung. Bumm. Trefferpunkte, Schilde, Energiewaffen, Verschlüsselung. Ja, komm, machen wir die Verschlüsselung. Das passt schon. Achtung. Gucken wir mal Sieg an. Ja, 50.000. Wir kommen hier ganz ordentlich. Na, nee, wir werden jetzt die Unheilskreatur vernichten und dann sehen wir mal weiter, Freunde. Wachsende Arbeitslosigkeit auf Nimerium. Ja, gebt ihnen mehr Leistungen. Job als Krimineller ist auch so eine interessante Sache, oder? Raxicodium Primum, wie sieht's aus, Freunde? Schlecht nach wie vor. Oh Mann. Ah, mir tut der Rücken weh. Ich bin heute echt. Also, Leute. Bin geschafft. Fix und fertig. Fick und fertig. Ich bin fick und fertig. Gucken mal, ob wir hier was zusammenlegen können. Zum Beispiel die hier. Geht. Okay, die können wir alle nicht zusammenlegen. Ja gut, dann ist halt so. Leute, dann geht's los. Den Kampf müssten wir jetzt eigentlich locker gewinnen können. Ohne großartig darüber nachzudenken. Im Normalfall, aber gut, was ist schon normal? 30 Tage, 28. Ja, es ruckelt schon leicht. Jetzt haben wir schon eine Größe erreicht, mein lieber Mann. Was ruckelt, das hatten wir auch jetzt noch nie eigentlich. Schmugglerwaffenhandel. Das ist eine Katastrophe, oh Gott. So. Können wir den gar nicht angreifen? Leute, können wir den gar nicht angreifen? Hab ich gar nicht gewusst. Aha. Oh ja, mein Freund. So, jetzt hör zu. War schon immer hässlich. Aber ich, oh, schaut mal. Jetzt schon 100.000. Boom. Und jetzt geht's halt auch auf den Rücken. Oh, oh. Free at last. We are free at last. Verbannt. Gut. Leute, gleich reparieren. Hier gibt es gar nicht so viel zu reparieren. So, das bösartige Wesen, das versuchte in der Nähe von Kuthurn in unser Universum einzudringen, ist in sein eigenes Reich zurückgeschickt worden. Nur der Lauf der Zeit wird es zeigen, ob sein Einfluss genügend geschwächt werden konnte, damit es für immer dort bleiben wird. Wir entdecken eine Art anomalen Energierest, der durch die von der Kreatur geöffneten Dimensionsrisse zurückgeblieben sein muss. Das genauere Studium dieser Energie könnte möglicherweise zu wissenschaftlichen Durchbrüchen führen. Okay. Dann machen wir das. Dimensionsprojekt. Haben wir nicht hier irgendwo? Ein Forschungsschiff? Haben wir einen Forscher? Nee. Wir rekrutieren mal ein. Oh. Du, meine Liebe. So machen wir das.
Und ja, dann geht's auch gleich ab. Die kann da direkt rüberspringen. Ist halt schon mega gut. Und jetzt geht's da runter, zack, zack. Verdammt gut. Okay, Freunde. Ihr jetzt. We have mastered a new technology. Freunde. Hallo? Ihr werdet mal hier nach dem Rechten sehen. Gut, und hinterher brauchen wir halt einfach dann, noch so ein Raumschiff. Moment. Ein Forschungsschiff, was da dann forscht. Construction complete. Vollständig repariert, perfekt. Du, mein Freund, bis hier. Ja, wir werden jetzt hier nicht großartig da euch viel benötigen. Der numistische Orden schon wieder, was habt ihr dabei? Die visuellen Rezeptoren haben wir doch schon. Leute, das haben wir doch schon. Oh, 137, da haben wir jetzt gar nicht mehr geguckt, um ehrlich zu sein. Da gucken wir jetzt mal. Was wir machen, wir bauen jetzt diese eine Station verdammt nochmal ab. Sternentor in Taram. Bereit. Ja, man kann es nicht erkennen. Kann das sein, dass man es nicht sieht, dass da ein Sternentor ist? We have mastered a new technology. Das ist natürlich beknackt, wenn man das nicht sehen kann, gell? Ah, Sternentor-Stätte. Ja, verbessern mal natürlich, klar. Die Sternentor-Sterne, jetzt muss die ausgebaut werden von uns auch noch. Ah, toll. Na toll. So, genau, keine Befehle. Der kann mal dorthin. Ja, ja, und dann geht es los. So, jetzt Achtung. Freunde, Piraterie, wie sieht's aus? Auf den ersten Blick hatte ich das Gefühl, es würde besser aussehen. Ah, hier oben ist halt echt schlecht. Ja, da ist halt richtig schlecht. Mantal. Alles schlecht hier. Verteidigungs-Supercomputer. Na gut. Oh, und die Aufstiegstheorie haben wir. Oh mein Gott. So, wir haben einen neuen Aufstiegsvorteil. Jetzt können wir halt voll ins Gas geben. Unsere Geschichte ist ein wiederkehrender Kreislauf dramatischer, technologischer, politischer und kultureller Sprünge. Vor letzteren gibt es oftmals Perioden der Umwälzung. Danach dann Zeiten relativer Stabilität. Indem wir die wiederkehrenden Kernprämissen dieser Sprünge identifizieren, können wir den Kreislauf zu unserem Vorteil verkürzen. Gut, neue Forschung. Die Klonarmee endlich. Machen wir. Komm, wir machen die Klonarmee. Dürfte. 10 Monate ist eigentlich relativ lang. Finde ich. Ja. Praxicodium Primum können wir wenig tun, leider. Da haben wir aber einen arbeitslosen Arbeiter noch. Dann bauen wir aber ein Forschungslabor. Ja, und hier müssen wir auch ein Forschungslabor bauen. Hallo? Bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Na gut. Nochmal. Hoppla, Entschuldigung. Was es hier oben gibt, unserem Planeten, sieht es gut aus. Gelegenheit zur Säuberung der Ältesten tut nichts. Ja, ist noch. Special Project complete. Okay, Spezialprojekt abgeschlossen. Unser Studium der Energieanomalien, die durch die Kutum-Dimensionsrisse entstanden sind, hat endlich zu Ergebnissen geführt. Solche Energieformen, wie sie bei der Schaffung dieser Portale beteiligt waren, haben wir noch nie zuvor gesehen. Hervorragend. 6000 Physik, 6000 Sozialforschung. Okay. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker, dass ich sagen müsste, oh mein Gott. Das Abgefahrenste, was es jemals gab, ist es nicht. Leute, ist es nicht. Okay, die Matriarchin. Eine legendäre Kreatur. Fliegt träge zwischen den Gasriesen im Windsystem. Sie ist größer als jede andere Tianqi, der jemals registriert wurde, und auch größer als alle unsere Berechnungen geschätzt haben. Ein Weltraumwal mit unmöglichen Proportionen, der hier sein Nest gebaut hat.
Seine Tentakel sind länger als ein die göttliche Quent-Schlachtschiff und die leuchtende Haut dieser prächtigen Matriarchin hebt sich erstaunlich gegen die Leere des Weltraums. Sie ist alt, aber dennoch bemerkenswert und von einem Ende zum anderen mit Kampfnarben und seltsamen Wucherungen bedeckt. Im Rücken dieser ehrwürdigen Kreatur befindet sich ein gigantischer, nicht explodierter Protonentorpedo und die Schiffsüberreste im System zeigen, welches Schicksal diejenigen erleiden, die ihr zu nahe kommen. Unglaublich. So, wir warten jetzt noch, bis die anderen Jungs da sind. Ja, Leute, und dann wird's die Tianqi-Dame. Construction complete. Oh, geht es schnell. Ja, wir haben halt auch ein bisschen bösartigen Schaden hier. Irgendwie zum Tod der Matriarchen ging das schnell, Leute. Unsere siegreiche Flotte umkreist die sterbende Tianqi-Matriarchin, deren schimmerndes Fleisch von unzähligen Treffern gezeichnet ist. Die heftig schlagenden Tentakel, die nahegelegene Schiffe erfassen, verlangsamten zuerst und hörten dann abrupt auf, sich zu bewegen. Schließlich ist sie verendet. Die Herrschaft der uralten Matriarchin endet so wie ihresgleichen davor. Okay, oh. So scheint es zumindest. Unsere Flottenkapitäne berichten von seltsamen Bewegungen im Bauch dieser Bestie. Auf Gefechtsstation. Aus dem Bauch der Bestie. Ein mysteriöses Schiff, das mit etwas Dickflüssigem bedeckt ist und von Verdauungssäften geschädigt, dringt aus den Überresten der gefallenen Tianqi-Matriarchin hervor. Unsere Flotte steht bereit, aber das Schiff schaltet sofort nach dem Auftauchen seine Waffen und Triebwerke ab. Sie rufen uns auf den Schirm. Oh. Hier spricht Kapitän Reth Undol, der AH-4B. Lange habe ich in den ätzenden Eingeweiden dieser Bestie gelitten. Vor Jahrzehnten kam ich, um sie zu jagen und eine längst überfällige Schuld einzufordern. Leider konnte ich diese unheilbringende Materialchen nicht erlegen, als sie die AH-4B verschlang. War ich mir sicher, dass ich nie wieder das Licht der Sterne sehen würde. Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe. Da ihr meinem Albtraum ein Ende bereitet habt, biete ich den göttlichen Quent mein Leben, meine Loyalität und mein Schiff an. Okay, wir nehmen nur euer Schiff. Nee, willkommen, mein Bordkapitän. So, wo ist er? Stopp. Halt, Pause. Ich muss mehr Gas geben, darum. Hier geht's. Oh. Hab ich dich hingeschickt? Nein! Leute. Benötigt einen Wissenschaftler. Ja. Und wir holen uns einen Wissenschaftler. Und es gibt einen Händeschüttler. Jawohl. Ein System erkunden. Wie lange braucht die? Wahrscheinlich zu lange. So, hierhin bewegen. Okay. Was ist hier jetzt? Ah, komm, da können wir doch auch gleich mal Hallo sagen, oder? Ich meine, wenn wir schon da sind. Aber wir machen als erstes unnachgiebig. Was brauchen wir jetzt? Bollwerk der Harmonie. Während eines Verteidigungskrieges gegen ein anderes Reich ist die Baugeschwindigkeit und so weiter erhöht beim Verteidigungskrieg. Okay. Oder die Festungsdoktrin Sternbasen plus 2. Yes. Bumm. Ah, Leute, es ist ja toll. Gut. Also ich hatte noch nie so viele Sternbasen. Aber gleichzeitig so wenig Gesandte. Ja, genau. Das popeligste Schiff ist hier als erstes. Schreckliche Vorahnung. Unsere Leute haben seltsame Aktivitäten auf jedem Schiff gemeldet. Das die invertierte Masse des Dimensionsschreckens ins Raxiko-System transportiert. Warum ins Raxiko-System? Okay. Visionen von Welten aus reinem Schmerz und Geflüster der Zerstörung stehen im Zentrum nur einiger dieser beunruhigenden Berichte. Man nimmt an, dass die Masse des Ältesten dafür verantwortlich ist und wir müssen uns zu Recht Sorgen machen. Was wohl geschehen wird, wenn wir die Ladung des Schiffes nach Raxikotium Primum bringen? Nach Raxikotium Primum. Leute, hört mal zu. Bringt es dorthin, wo es herkommt? Oh nein, klemmt er sich an. Es könnte uns etwas über das Göttliche lehren. Xenos Station engaged. Ja. Construction complete. Junge, du bist der Kapitän, du bist der kürzeste Kapitän wahrscheinlich, den ich jemals gesehen habe. So ein Blödmann.
Aber er macht ja einer auf Rakete, viermal Rakete, cool. Und er überlebt sogar. Ein Dolde. We have mastered a new technology. D-Books-System, ja gut, da kommen wir gleich. One of our spaceports is under attack. So. Achtung. Xeno Station engaged. We have mastered a new technology. Xeno Station engaged. Alles gut. One of our mining stations has been lost. Ah, Kampf beendet. Alles gut, okay. Schwarmnest vernichtet. Schwarmnest vernichtet. Schwarmnest vernichtet. Schwarmnest vernichtet. Wack. Raxicodium zum Rivalen ernannt, okay. Cool. Können wir damit können wir leben. Nicht können wir damit leben, sondern wir können damit leben. Ja, die Forschung hier, ich glaube, wir haben keinen Computer. Forscher? Ne, haben wir nicht. Ja, komm. Mach du das, meine Liebe. Gut, und hier werden wir. Gedankendurchsetzung. Telepathen überwachen die Bürger auf fehlerhafte Gedanken und nehmen Korrekturen an ihnen vor. Telepathen zeugen von minus 5 Kriminalität. Jo. Interessant. Ich würde lieber die Bewohnbarkeit aber nochmal erhöhen. So, 69. Schaut mal, 69% ist gut. Okay. Und Debugsystem, ja. Ah, der kann dann rüberspringen. Das ist nichts Problem. Fliegt weiter, Jungs. Ey, wir haben jetzt immer noch das Problem jedenfalls. Moment. Wir gehen jetzt mal. Was brauchen wir denn? Exotische Gase würden wir noch ein paar brauchen. Da kaufen wir auch noch welche zu. Aber seltene Kristalle wenig. Okay. Ja gut, und hier. Gehen wir auch mal runter, weil jetzt wird hier unser Geld geht schon ganz gut runter. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen. Dass wir alle mal schön reparieren. Und danach, meine Freunde, geht's nach Katz. Bumm. Sauber. Und du wirst hier hinspringen. Wunderbar, der Schleier, da greifen wir hinein. Wie immer. Erhöhte Schildstärke nehmen wir mit. Trefferpunkte Schilde plus 50%. Oh, 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 oh. Mein lieber Mann. Das ist ordentlich, würde ich sagen. Mehr als ordentlich. Hier auch arbeitslose Arbeiter. Hier ist halt echt brutal, gell? Hm. Naja, und so viel forschen die eigentlich auch nicht, weil die forschen gerade gar nichts momentan. Die Luxusresidenzen, die können wir uns auch abschminken. Wir machen lieber die Sklavengeschichte da. Sklavenabwicklungseinrichtung. Oh, Leute. Gucken gleich. Ah, gut. Okay, Rückerstattung
bieten einen Mangel von Produkten, bla bla. Wir haben volles Vertrauen in unsere Produkte. Was haben wir? Nahrungserhaltungscontainer der Marke Triumph für 2 Spezialisten. Ciao. Hab ich gleich vergessen. So. Gut, play. Na, da kommen die schon, seht ihr? Regenerierende Geißeln. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen ging etwas schief, als die Geißel der Matriarchin in der Hauptstadt von Koros eintraf, kam sie irgendwie mit einem ihrer Wärter in Berührung. Aus der Trophäe wuchsen pulsierende Anhängsel, die zunächst eine ungeformte, sich dahinwälzende Fleischmasse bildeten. Mit der Zeit wurde sie jedoch detaillierter und zu unserer Überraschung nahm sie die Form des unglücklichen Wärters an. Es scheint fast so, als hätten die regenerativen Kräfte der Matriarchin die DNS unserer Spezies akzeptiert und wären nun dabei, weitere Quenti zu erschaffen. Okay. Nutzt das, um die Schaulustigen zu füttern. 500 Lebensmittel? Ja, brauchen wir nicht, oder? Ne. Erlaubt der Reaktion ein ungehindertes Wachstum? Ein Schabtak wird erstellt. Ich möchte keinen Schabtak. Kauterisiert die Geisel. Echt? Na dann, fütter die Schaulustigen. Sowas machen wir doch gern. We have mastered a new technology. Ja, wir füttern die Schaulustigen. Hallo? Was sollen wir sonst machen? Jeder normale Mensch würde die Schaulustigen füttern, oder? Und die Schaulustigen würden das essen, vor allem. Das kommt ja noch dazu. So, jetzt gucken wir mal. Bauen wir halt hier im Bergbaudistrikt. Klar, passt der jetzt nicht unbedingt hin. Aber ich habe irgendwie keinen Bock auf diese Arbeitslosigkeit da die ganze Zeit. Okay. Jawohl, unsere Einsatztruppen hier sind alle erledigt. Dann gehen wir weiter und zwar genau hier zum Stellaritenverschlinger fliegen wir. Ja. Ja, und da sind wir auch bereit. Okay. Ressourcenproduktion Sklave plus 10%. Einer Bandery. Gouverneur einer Bandery. Perfekt. Besser geht's ja gar nicht. Okay. Und Stufe 4 hat sie auch erreicht. Und der Todesprinz Mortimer Archer hat die neue Stufe erreicht. Der Todesprinz. Ich wollte gerade sagen, der Todeskönig ist ja wohl noch Rikuto Sasaki, selbstverständlich. Der inzwischen auch schon 76 Jahre alt ist. Man wird nicht jünger. Aber er halt auch nicht. Und er war damals, zu dem Zeitpunkt war er nicht so der große. Mein persönlicher Favorit, habt ihr nicht so gemocht. Ja, weil wir schon viele Sternbasen hatten. Und wir haben das gar nicht mehr gebraucht, seine Fähigkeit. Zerstörer war gut, ich glaube, das hatte er aber nicht. Das hat er erst später bekommen. Das hat er als Trade noch bekommen. Der hatte nur 2 am Anfang. Ja, und unter erbitterter Mortimer Archer, der ist wohl auch schon 73. Ja. Keine Ahnung. Aber schaut euch das an. Er ist kein Psioniker. Kann das sein, dass er noch aus der Zeit stammt, als es kein Psioniker gab? Kann das sein, dass er, als er geboren wurde, vielleicht? Weil alle sind jetzt Psioniker von uns. Na gut. Das Wetter auf Raxicodium Primum war heute unnatürlich gut. Doch wie hätte es auch anders sein können, wenn man bedenkt, dass wir unser Atmosphärenkontrollsystem auf Hochtouren laufen ließen? Jede Stadt auf dem Planeten war bis an ihre volle Kapazität gefüllt und es gab noch weitere Touristenschiffe, die die Welt umkreisten, nur um an diesem großen Tag dabei zu sein. Die große Parade durchquerte nacheinander jede Siedlung und wurde von Straßen voller Quenti. Naja, auf Raxicodium Prime eher weniger den Quenti, eher die Sklaven, ja. Begrüßt. So, wo waren wir? Genau. Jede Stadt in unserem Reich, die in der Lage war, ein Holodisplay zu beschaffen, war ebenfalls von großen Zuschauermengen gefüllt. Als das Herzstück der Parade, die invertierte Masse des Dimensionsschreckens, die Hauptstadt von Raxicodium Primum erreichte, sprachen die Menschen bereits davon, den heutigen Tag zu einem jährlichen Feiertag zu machen. Nach Abschluss der Welttournee wurde die invertierte Masse des Dimensionsschreckens in einer speziellen Ausstellung im Zentrum der Hauptstadt platziert, um künftige Generationen zu inspirieren. Heute sind wir eine Einheit. Boah, Einigkeit von Jobs plus 15%. Oh mein lieber Mann.
Und eine ganze Menge Einheit, 56.717 plus 15% Einheit. Können wir das sehen? Was produzieren wir jetzt? 2365. Okay, wir gehen mal zum nächsten Monat. Ist gleich soweit. 2367. Oder hat sie 15% gleich irgendwie schon angezeigt? Kann ja sein. Naja. Auf jeden Fall der Dimensionsschrecken. Die Geschichte lief gut. Oh ja. Und das macht uns froh. Muss ich da auch mal freuen, wenn man was gewonnen hat, verdammt. Keine Befehle. Dann befehle ich dich hierhin. Aber die anderen Flotten haben Befehle rüberzukommen, oder? Keine Befehle, schön. Und was macht ihr Leute? Aber ihr habt Befehle rüberzukommen, okay. Da ist der Gauner, da hängt er schon dran. Wie die Zecke, oh. Ja, wie die Zecke ist, aber wir holen uns diesen Planet. Ja, dieses System, da bin ich schon so lange scharf drauf, auf das Win-System. Ja, weil es gibt halt hier... We have claimed a new world for our people. Es gibt hier einen ganzen Haufen Planeten, drei Stück. Ey, geil, dass wir das noch kriegen. Ich hätte ja nie gedacht, dass wir das kriegen, weil der ja die Tianqi-Matriarchin gelebt hat. Da kommt das schon. Nee, nee, Junge, pfeif dich. Salorim, ihr seid unsere Untertanen. Ihr könnt da mal gleich hier wegbleiben. Das wird unser Heimatgebiet sein. So, also, der letzte Baul, dieses Relikt brauchen wir nicht. Das würde uns quasi erlauben, eine Welt zu einer Gaia-Welt zu transformieren. Jetzt haben wir halt nur noch Gaia-Welten, ja, und wir transformieren von Haus aus schon alle Welten zu Gaia-Welten, da brauchen wir das nicht mehr. Da genießen wir einfach nur den passiven Effekt mit den 10% Wachstumsgeschwindigkeit. Jetzt, während Kriegszeiten, da hatten wir die Klinge der Jägerin aktiviert, weil die nämlich die Unterlichtgeschwindigkeit der Raumschiffe um 25% erhöht. Und das war halt mega sinnvoll. Jetzt, in Zeiten der Sterntore und wo wir andere Fortbewegungen noch haben und eventuell auch mal einen Sternenkatapult bauen werden, ja, ist es nicht mehr so wichtig. Und daher würde ich einfach sagen, dass wir den Rubrizierer, oder Rubrikator, wie er oft heißt, aktivieren für 30 kleinere Artefakte. Boom. Thank you. Dann sind wir bei 139. Können wir gleich eine mysteriöse Technologie rekonstruieren. Für 26.000 Ingenieursforschung. Immer gut. Friedliche Anwendung. Mal gucken, ob wir da was machen. Zufriedenheit plus 5%. Das wäre eigentlich schon wichtig. Ja, das wäre schon wichtig. Verwaltungseinrichtung. Mega sinnvoll. Ja, Erfahrungszuwachs plus 10% für Anführer. Vertrauenszuwachs plus 10%. Das mit dem Vertrauenszuwachs verstehe ich nicht. Vertrauen in was und wie und alles ist. Keine Ahnung. Müssen wir uns auch mal angucken. Könnten wir mal machen. Aber ich habe momentan gerade echt nicht den Nerv. Wenn mir das jemand erklären möchte, ich höre es mir gerne an. Ich bin offen dafür. Ja. So. Effiziente Fertigung, Bewohnerunterhalt minus 5%, uralter Trend. Das machen wir. Wir erhöhen die Zufriedenheit um 5%. Denn es ist gefälligst jeder glücklich, der in unserem wundervollen Reich lebt. Und was wir auch noch machen, wir ändern mal die Beraterstimme. Wir haben Xenophob, aber da geht mir auf den Deckel. You see no scum. See no scum. Da könnte man spiritualistisch sein. I serve the faithful. There is no greater calling. Ja, aber die ist mir zu... What is a single voice compared to a magnificent chorus? Every successful economy is built around a hopeless cycle of repetition where we sell you the empty promise of happiness and fulfillment. And unfulfilled as ever, you still come back for more. Danke für diesen Spruch. If you think you're better than me, why don't you just try playing alone? Sehr cool. Nee, komm, wir nehmen Spirit. Thinking machines are an affront to nature. Passt. Ja, alles gut. Ich habe jetzt die Schnauze voll gehabt. Nee, ich zeig euch, wen wir sonst immer hatten. Wen ich ganz cool fand. Das war er hier. Das war der. Okay, let's see here. Let's see the lower limit of. Oh, Exponent A. Ja, ist in Ordnung. Der war auf jeden Fall cool. Den hatten wir immer bis jetzt. Aber jetzt nicht. Construction complete. Alles wächst hier. Und wir verkaufen mal noch ein bisschen. Oh, hoppla. Rudele. Genau. Schönen Legierungsvorrat uns anschaffen.
Mineralien haben wir auch genug und wir verkaufen 1800, nicht zu vergessen, Leute. Ja. Nicht zu vergessen. Und Naniten gibt es in diesem Spiel irgendwie keine. Weil es gäbe schon Naniten. Es gäbe schon Naniten, ja. Dann müssten wir aber die Desano danach fragen nach den Naniten. Und dann gäbe es richtig Theater, okay? Hier seid ihr sicher, dass die L-Tore nicht doch von Naniten gemacht wurden? Wenn wir das jetzt machen. Oha, das geht dann, das wird dann rot. Also machen wir jetzt nicht. Wir sind da jetzt nicht vorbereitet. Aber prinzipiell werden wir die schon mal nach Naniten fragen. Und dann wird's böse abgehen, Leute. So. Moment, das war jetzt die erste Welt, oder? Jetzt machen wir Wind 2. Kolonisieren. Jawohl. Und dann werden wir jetzt Wind 3 kolonisieren. Ah, bauen wir schon. Okay, dann Wind 2? Ich schaff's halt nicht, gell? Wind 1. Ja, so. Win 1 werden wir kolonisieren. Wir werden sie auch gleich terraformieren. Das machen wir gleich. Und dann müssen wir halt ein bisschen sparen. Aber wir möchten halt schon standesgemäß, ja, auf das ist schon eine Gaia-Welt. Ach, meine Güte. Das ist schon eine Gaia-Welt. Okay, cool. Leichnam der Tianqi-Matriarchen. Dass der da noch so rumliegt, gell? Gar nicht, er kommt zu spät, Freunde. Es tut mir aber leid. Hyperrelais bringt uns jetzt hier eigentlich auch wenig. Ja. Sternenverschlinger. Aha. Wir sind da und wer ist als erstes da? Captain Reth Undol. Junge, ey, du bist so matt, ey. Sternenverschlinger. Aus den Tiefen des Sterns des Strichsystems erhebt sich ein riesiges Wesen, das größer als ein normaler Mond ist. Sein Körper strahlt Wärme aus, und zwar auf derselben Energiewellenlänge wie der Stern des Systems. Es frisst ihn auf. Die Kreatur labt sich an Sonnenflecken, verschlingt Sonneneruptionen und wir haben sie dabei gestört. Das Biest strahlt Lichtwellen in schnellen Schüben bei intensiver Frequenz aus, wie ein fluoreszierendes Brüllen, beunruhigend. Ja, unruhigend. Ja. Nicht an. Wenn er jetzt drauf geht, er ist halt so selber schuld. Ah. Er kann nicht zurückziehen. Darkness has claimed one of our fleets. Er ist halt echt rattendumm. Sorry. Warte, jetzt haben wir ein Problem. Wir machen nur. Oh, nö, wir haben kein Problem. Das ist aber auch nicht schön. Aber wir werden den Sternenverschlinger. Werden wir doch. Besiegen, ja, okay. Der Sternenverschlinger wurde besiegt. Seine Überreste rollten sich zusammen und verdampften. Zurück blieben nur sein Eibeutel und sein Verdauungstrakt mit der darin enthaltenen Sternenmaterie. Einige unserer Wissenschaftler haben uns aufgefordert, die Überreste zu untersuchen, während andere wünschen, dass wir den Eibeutel bergen. Vielleicht könnten wir, wenn wir seinen Verdauungstrakt besser verstehen, tiefgreifende Erkenntnisse gewinnen oder aus dem Eibeutel gewisse Einsichten erhalten. Leichnam studieren? Berg den Eibeutel. Dann können wir Gelegenheit zu einer Leviathan-Parade machen. Wäre bestimmt auch geil. Wir haben ja gerade eine Parade noch laufen, oder? Ja, die Tianqi-Matriarchen-Parade haben wir am Laufen. Ja, sollen wir den studieren? Ich weiß nicht, was man kriegt beim Sternenverschlinger. Aber Parade haben wir genug gemacht. Wir werden ihn mal studieren. Situation ja, log updated. Wir studieren ihn mal. Moment. Hey. Junge. Gloa-System. Ihr Gloa-System, okay. Wir müssen doch die Städte jetzt upgraden, Leute. Was bringt es uns denn bis jetzt? Effekte plus 50. Ich glaube, das ist Flottengröße, oder? Also das hier. Flottenkapazität. Aber was ist das nächste? Plus 2. Und danach?
Wahrscheinlich plus 4 Raumstationen? Keine Ahnung. Und plus 5%? Keine Ahnung. Wir machen es. Wir graden es gleich ab. Ja, Leute. So, Moment. Ich kann's Prime noch schnell. Ja. Sklaven. Geschichten. Ah, das ist alles so ein Blödsinn da. Opfertempel, Nahrungsverarbeitung, Gasextraktion, galaktische Börse, Forschungsinstitut. Auch. Man beachte, wir haben auf Katz Prime haben wir das Ernährungszentrum gebaut, was uns für 20 Credits 100 Lebensmittel produziert. Das war auch so eine Sondergeschichte. Ja, war ganz cool. Um ehrlich zu sein. Ja, jetzt weiß ich auch nicht genau. Wie sieht's denn aus mit den Gasen? Komm, wir machen Gase. Ja, so, Achtung. Admiral Rev Undol, er war ungestüm, aber wir sind halt natürlich selbstverständlich. Selbstverständlich sind wir schuld. So, wir fliegen darüber. Säuberung der Tianqi-Materialien. Okay, jetzt müssen wir auch langsam aufhören. Die Folge kann heute nicht so lange gehen. Also jetzt ist gleich Schluss, ja. Ich lese das noch vor und dann... Opa. Schaffe ich normalerweise eh nicht, aber der Plan, okay? So. Das Wetter auf Koros war heute unnatürlich gut. Doch wie hätte es auch anders sein sollen? Das haben wir doch alles schon gelesen. Das war doch vorher dieselbe Geschichte. Ja. Nach Abschluss der Welttournee wurden die Geißel der Matriarchen in einer speziellen Ausstellung im Zentrum der Hauptstadt platziert. Heute sind wir eine Einheit. Geißeln der Matriarchen wird hinzugefügt. Organische Bewohnermontage plus 1. Stabilität minus 5. Und viel Einigkeit. Organische Bewohnermontage. Achtung. Jetzt gucken wir uns mal die organische Bewohnermontage an. Hört sich ja wieder richtig schön an. Plus 8,67 im Monat. Heute sind wir eine Einheit. Und immer noch plus 8,67. Müsste jetzt eigentlich plus 9,67 sein, oder? Warten wir den Monat mal ab. Nee. Oder war das vielleicht sogar gleich schon eingerechnet in dem Moment, wo wir das gelesen haben? Wäre möglich. Nun gut, okay. Tradition. Bollwerk der Harmonie. Während eines Verteidigungskrieges wird 33% schneller die Schiffe gebaut und innerhalb unserer Grenzen erhöht sich die Feuerrate unserer Schiffe um 15%. Sehr geil. Und als letztes kriegen wir Kapazität Verteidigungsplattformen plus 50%, Unterhalt Sternbasen 20% günstiger. Und wir könnten eine Militärallianz machen. Und jetzt haben wir 3 Aufstiegsvorteile. Schaut euch das an. Wir müssen die mal vielleicht nutzen. Und wir können vielleicht uns wirklich überlegen, wir möchten zur Krise werden. Was haltet ihr davon? Sollen wir mal zur Krise werden? Ich würde es schon gern machen. Ja, aber wie gesagt, das machen wir nicht jetzt, diese Folge, das machen wir das nächste Mal. Und ja, müsst ihr einfach Bescheid sagen. Bevölkerung, Medizinarbeiter. Ja, alles ganz gut soweit hier. Alles gut, wann können wir da upgraden? Dann brauchen 10 Bewohner dafür. Ja gut, da können wir schon noch reinwachsen. Wohnungen haben wir genug. Wohnungen haben wir mehr als genug. Leute, okay, das war's. Dann würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ihr kennt den Spruch schon seit 100 Jahren. Und bei Twitch, ja, lasst ein Abo, wie heißt es, ein Dings, ein Follow da. Und ja, nehmt teil am Chat, was auch immer, sagt Bescheid, dass ihr da seid, finde ich immer mega geil. Und das war's, Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Anyone could see.
say goodbye before we had a chance to see what we held in our hands, what it could have been. Missed your flight. I'm not even gonna pretend I didn't try to slow you down, to postpone.